Papa. Morgen. Sag mal, fährst du jetzt in die Uni? Ja. Ich muss mich beeilen. Aber ich wollte mit dir über was reden. Worüber? Über den Ausflug? Ja. Nein. Papa, bitte, ich will unbedingt mit. Nein. Aber alle dürfen mitfahren und Gabrielle passt auf mich auf. Nein. Aber bitte, du kannst mir doch vertrauen, du weißt... Nein! Ich muss ein normales Leben führen können. Okay, aber ich will über alles informiert werden. Ich brauche alle Details von dem Hotel und ich will deinen Freund kennenlernen. Vielen Dank. Danke, Papa. Ich hab dich so lieb. Alles wird gut. Ich bin mir sicher. Solltet euch jetzt gut festhalten. Aber wieso denn? Oh ja. Herzlich willkommen. Danke. Danke. Vielen Dank. Da ist das Speisezimmer. Dort gibt's Frühstück. Immer von 7 bis 10 Uhr. Mittagessen. Könnt ihr jederzeit bekommen. Sehr schön. Hier gibt's kein Handyempfang, kein Internet und auch kein Telefon. Genießt es hier. Hier sind eure Zimmerschlüssel. Matteo und Fabiola. Komm. Nummer 6. Dankeschön. Dankeschön. Camila. Jo.
Hier. Danke. Eins. Pablo? Ja. Die fünf. Fünf. Paola? Ja. Zwei. Danke sehr. Lucero und Gabriel. Danke sehr. Geschafft. Aber es ist nur... Da war ein... Schön, oder? Keine Sorgen. Also, wollt ihr eine Gruselgeschichte? El Tunche. El Tunche. Es wird gesagt, dass er in dunklen Nächten im Dschungel umherwandert. So eine wie heute. Und wie eine tote Seele sucht er nach Opfern. Ach, Blödsinn! Wie sieht El Tunche denn aus? Was meinst du? Er kann jede Form annehmen, aussehen, wie er will. Wie ein Mann. Eine Frau. Ein Tier. Aber eigentlich ist er der Teufel. Und man kann ihn nur an einer einzigen Sache erkennen. An seinem Pfeifen. Also, wenn ihr ein sehr starkes Pfeifen hört, dann wisst ihr, El Tunche ist in der Nähe und ihr seid kurz davor zu sterben. Das ist doch absoluter Bullshit, Mann. Glaubst du mir nicht? Dann hör zu. Vor 5 Jahren kamen ein paar Freunde hierher nach Tarapoto. Ja, genau wie wir. Studenten. Diese Idioten haben sich Motorräder gemietet und sind durch den Dschungel gebrettert. Und einer von ihnen wollte besonders toll sein und hat Gas gegeben und ist den anderen davongefahren. Sie wollten ihm folgen, aber die Straße war zu Ende. Sie mussten von den Motorrädern absteigen. Und sie waren sehr tief im dichten Dschungel. Und plötzlich hörten sie die Stimme ihres Freundes, ganz weit entfernt. Also liefen sie einfach weiter. In diese Richtung. Aber da war nichts. Und mitten auf der Straße hörten sie, dass die Stimme hinter ihnen war. Alle drehten sich um. Doch da war nichts. Sie guckten in alle Richtungen. Sie suchten nach ihm. Aber da war niemand.
Da war überhaupt nichts, überhaupt gar niemand. Und dann hörten sie ein Pfeifen. Alle dachten, er wäre es. Sie liefen umher und suchten nach ihm, bis sie zu einem Abgrund kamen. Dann hörten sie das Pfeifen hinter sich. Und als sie sich umdrehten, stand da ihr Freund. Einfach so. Und schaut sie an. Alle fragten, wo zur Hölle er gewesen sei. Er erzählte ihnen, dass er gelaufen sei und einen tollen Ort gefunden habe, den er ihnen jetzt zeigen wolle. Alle dachten, es sei eine gute Idee und sie folgten ihm. Alle, nur einer nicht. Er wollte einfach nicht mitgehen und blieb dort. Also wartete er dort auf sie am Abgrund. Und als er dort saß, wisst ihr, was er gesehen hat? Das Motorrad und die Leiche des Typen, den sie gerade gesehen hatten. Er stand auf und rief nach seinen Freunden, aber niemand antwortete. Das Einzige, was er hörte, war ein Pfeifen. Und jedes Mal wurde es lauter. Und dann rannte er so schnell er konnte, bis er aus dem Dschungel draußen war. Er hat seine Freunde nie wieder gesehen. Niemand hat das getan. Okay, aber was ist mit ihm passiert? Er ist verrückt geworden. Er ist wohl in der Klapsmühle in Lima. Und das Einzige, was er hört, Tag und Nacht, ist dieses lang anhaltende Pfeifen. Hör doch auf! Das war Camila, die wie El Tunche gepfiffen hat. Ach, das ist doch alles Quatsch. El Tunche existiert doch nicht. Ach komm, hör auf mit dem Scheiß. Was macht ihr hier? Seid etwas leiser. Aber wieso? Wir haben doch nur etwas Spaß. Ja, Senor, wir machen doch gar nichts. Entschuldigen Sie, Senor, aber ich glaube, wir stören niemanden. Wir sind doch allein im Hotel. Seid nicht so laut. Okay. Tut uns leid. El Tunche existiert. Er ist El Tunche. Komm, wir gehen rein. Okay. Hallo? Mann, hast du mich erschreckt! Du verbrauchst das ganze Wasser. Ich springe auch runter. Wir haben noch 3 Tage. Aber... Bis morgen. Kannst du bitte damit aufhören? Hast du irgendwas Interessanteres vor? Ich weiß nicht.
Hörst du das? Ich höre nichts. Matteo, Matteo. Was ist das? Schatz, das ist irgendein Käfer. Nein, warte. Matteo, Moment. Das war kein Käfer. Da draußen ist jemand. Ich sehe nach. Aber ich bleibe auf keinen Fall alleine hier. Das muss irgendein Tier oder einer von den Idioten sein. Meinst du? Hey, ihr Spaßvögel, hört auf mit dem Quatsch. Nichts mehr. Gehen wir. Fabi, komm jetzt. Thank you.
Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Was machst du hier? Naja, ich habe Schritte gehört und ich dachte, hier draußen ist jemand. Hier ist niemand. Scheinbar hat dir Matteo mit seiner Story Angst eingejagt. Lass uns schlafen. Dann ist jetzt alles gut? Na komm. Okay. Hm. Wer war derjenige, der gestern vor meiner Tür rumgesponnen hat? Lucero hat letzte Nacht auch irgendwas gehört. Wirklich? Ja. Ja? Echt seltsam, denn ich habe gut geschlafen und nichts gehört. Dann muss es wohl Pablo gewesen sein. Ja, ich habe fest geschlafen, ich war's nicht. Du hast doch nicht wirklich gedacht, dass du damit durchkommst, oder, Pablo? Dass ich womit durchkomme? Ich war's nicht. Siehst du, der Idiot war's. Ich war's nicht, ihr Idioten. Natürlich warst du sehr umsonst. Na klar, na klar, immer ich. Wer denkt sich denn sonst sowas aus? Unser Spaß. Aus der Geistergeschichte, klar, was? Ich hab doch gesagt, Atom. Warum ist das nicht aus? Ich kann mich auch nicht. Kannst du mir den Rücken eincremen? Klar. Du liebst Gabrielle noch, oder? Was ist los? Eifersüchtig? Ich find's gut, dass sie zusammen sind. Sie sind füreinander bestimmt. Sind beides Idioten. Er ist ein Idiot, weil er dich abserviert hat. Gehen wir ins Wasser? Ich passe. Solltest du nicht. Du kannst deine Abkühlung gebrauchen. Hab's mir anders überlegt. Mal, Pablo, jetzt mal im Ernst. Du würdest wirklich alles tun, um mit mir zusammen zu sein. Denkst du das wirklich? Okay. Wunderbar. Okay. Oh, Scheiße. Natürlich Wahrheit. Aber gar kein Problem. Wunderbar, Wahrheit. Ich denke, es ist jetzt einfach mal in der Zeit für etwas mehr Vertrauen und für ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Wieso bist du in meiner Schule gelandet? Wieso haben sie dich von der Privatschule geschmissen? Aber Pablo, das wissen wir doch alle längst. Er wurde aus der Schule geschmissen, weil er einen Joint geraucht hat. Das hast du ihr nicht erzählt? Was nicht erzählt? Okay, okay, okay. Alte Geschichte und echt peinlich, okay? Na, dann erzähl mal. Los. Gut. Ich habe damals Pornos an andere Schüler verkauft. Was? Du machst Witze. Wurdest du erwischt? Es wäre gut gewesen, wenn sie ihn beim Verkaufen erwischt hätten. Das wäre würdevoller gewesen. Erzähl uns doch, wie sie dich erwischt haben, Matteo. Mach schon. Seht mal, ich als Profi, ja, muss mich immer von der Qualität des Produkts überzeugen, das ich an den Mann bringen will. Also ging ich in das Videozimmer in der Schule und machte den Film an. Die Bräute waren heiß, ich fing an, mir einen runterzuholen und der Priester kam rein. Aber, wer war der Priester?
der Direktor der Schule. Nein. Sie hatten mich erwischt. Ich musste 1000 Vater unser aufsagen, aber eben in seiner Schule, verdammte Scheiße nochmal. Oh, mein armer kleiner Schatz, so ein Schlingel. Ja. Dreht die Flasche. Mal sehen. Oh, wie schön, wie wunderschön. Nein. Ich finde, wir sollten Madame Paola das entscheiden lassen, oder etwa nicht? Paolita, Wahrheit oder lieber Pflicht? Wahrheit. Lieber Pflicht. Hey, Pflicht, sehr schön. Sehr gut, Paolita, sehr gut. Du musst jemanden küssen, und zwar in diesem Fall, Gabriel. Oh. Komm schon, das ist scheiße. Scheiße? Komm schon, ihr wart doch monatelang zusammen. Gib mir einfach einen Kuss und das war's. Als Matteo dran war, habe ich auch kein Fass aufgemacht. Spielt einfach mit. Oder verletzt es sich? Also, wenn es dich verletzt, dann sollten wir jetzt alle ganz schnell zurück nach Lima fahren. Ist doch nur ein kleiner Kuss. Ganz normal, oder? Sicher. Ich habe keine Lust mehr. Oh. Paolita, das ist doch nur ein Spiel. Ist doch nichts dabei, oder? Lass uns doch etwas Spaß haben. Ist doch nichts dabei. War das jetzt so schlimm, mein Schatz? Hm? Du bist echt ein Arschloch. Wieso? Hey, sie fühlt sich verarscht von dir, falls dir das noch nicht aufgefallen sein sollte. Du solltest dich schämen, Gabriel. Das war echt ein tolles Spiel. Er ist ein Wichser und eine große Klappe. Also, ich werde mal nach Paola sehen. Geh und steh herbei. Vielleicht hast du ja eine Chance bei ihr. Lauf, Forrest, lauf. Lasst uns was anderes spielen. Lasst uns doch eine Runde Verstecken spielen. Ja, genau, im Wald. Ja, das machen wir. Okay, und Luciano. Okay, los geht's. Gib mir einen Kuss. Psst, sei ruhig. Du gibst mir jetzt sofort einen Kuss, sonst lasse ich dich alleine mit El Tunche. Sei jetzt leise, Mann. Du willst doch nicht alleine sein, El Tunche. Ich weiß nicht, ich alles bin okay? Nicht gut. Ich möchte mich ein bisschen ausruhen. Hey, Lou, beruhige dich. Ganz ruhig, okay? Alles wird gut. Was ist mit ihr? Weiß nicht. Das passiert, wenn man mit Erstsemestern rumfummelt. Schnauze, Schwachkopf. Gabo, das war doch nur ein Scherz, ein blöder Scherz. Ich nehme gerade ein Bad.
bist echt anstrengend, Pablo. Wir sind alle im Swimmingpool. Wir würden uns freuen, wenn du auch kommst. Komm schon, Gabriel. Wenn sie kommen will, dann kommt sie schon. Sonst verpasst sie halt was. Pablito. Wo ist Matteo? Der ist eingeschlafen. Und? Was ist los? Wie geht's dir? Gut. Ich fühle mich schon wieder besser. Danke. Kein Problem. Du hattest recht. Du bist so gut, Gabo. Wieso sagst du das? Weil du immer weißt, wie man anderen hilft. Ich helfe nur den Leuten, die ich liebe. Ich weiß. Was ist das für eine Kette? Die ist von meinem Papa. Trägst du sie jeden Tag? Ja, jeden Tag.
ein Albtraum? Ja. Willst du darüber reden? Nein. Ist schon okay, danke. Du bist das schönste Mädchen auf der ganzen Welt. Ich merke schon, dass du nicht oft vor die Tür gehst. Das braucht es nicht. Wir müssen doch nichts überstürzen. Ich liebe dich so sehr. Ich dich auch. Lass uns jetzt schlafen. Hallo. Hey, Senor. Wir würden gerne ein bisschen Kanu fahren. Geht das? Gefährlich. Gefährlich? Gefährlich für wen? Okay, Ihr Hotel ist echt toll. Danke. Vielen Dank auch. Vorsichtig. Okay. Achtung. Ganz ruhig. Hey. Was? Ich liebe dich. Ich dich auch. Was ist denn los? Bitte heirate mich. Was? Ich möchte dich unbedingt heiraten. Meinst du das ernst? Ich habe noch nie etwas ernster gemeint. Ja. Und mein Abschluss? Ich werde aufhören? Spielt keine Rolle. Wir machen unseren Abschluss und dann heiraten wir und verschwinden. Aber was willst du dann machen? Ich werde schon was finden. Willst du mich heiraten? Nein.
Sicher. So eine Scheiße, das Paddel. Verdammter Mist. Wir rudern mit den Händen. Matteo? Matteo, hör auf. Jetzt komm. Matteo, das ist nicht mehr lustig. Ich bin nicht sauer, wirklich. Mach jetzt auf. Pau! 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 Pablito. Hast du Paola gesehen? Nein. Vielleicht liegt sie ja immer noch im Bett. Ich war gerade in ihrem Zimmer, aber da ist sie nicht. Keiner da. Seltsam. Hi. Hallo. Hallo. Wo sind die anderen? Lou schläft noch und Fabiola hat eine Nachricht hinterlassen, dass sie kurz weg sind. Siehst du? Wahrscheinlich ist sie mitgegangen. Pablo macht sich Sorgen. Er hat Paola seit gestern Abend nicht mehr gesehen. Alles gut, Pablo. Die kommen gleich wieder. Brauchst nicht traurig sein. Ach, fickt euch doch. Ich bin... Was denn? Ist? Oh! Ich glaube, ich muss auf mein Zimmer. Ja, geh mal schön aufs Klo. Das ist nicht witzig. Na los, spring schon rein. Nein, lieber spazieren. Ja, okay.
Pablo. Paola? Bist du das? Komm schon, Pablo. Na los. Au! Au! Das ist nicht mehr lustig. Vermisst du Lima schon? Absolut nicht. Ist herrlich hier, oder?
Ja, herrlich. Und wie schaut's bei euch aus? Ja, ich würde es gern machen, aber sie ist sich noch nicht ganz sicher. Habt ihr denn drüber geredet? Ja. Wir denken, dass es hier sehr schön wäre, aber ich weiß nicht, sie ist durcheinander. Was ist mit ihr? Ist es wegen ihrer Mutter? Ja, ich denke schon. Was ist passiert? Ich weiß nicht, ich will sie nicht fragen. Ich glaube, ihre Mutter ist durchgedreht und hat sich umgebracht. Oh nein. Wie alt war Lucero? 10 oder 11? Ach, die Arme. Du trägst eine besondere Kraft in dir. Wir können sie freisetzen. Du musst uns helfen. Meine Frau wird sterben. Deine Energie kann sie heilen. Bitte komm mit uns. Komm mit uns. Das war Lucero. Wir müssen zu... Lucero! Lu? Was ist passiert? Lu, was ist passiert? Lass uns hier verschwinden. Ich muss hier verschwinden. Aber was ist denn passiert? Bist du okay? Ja, alles okay. Wir müssen hier sofort weg. Okay. Wir werden mit dem Inhaber sprechen. Der wird uns den Weg sagen. Komm. Nein. Geht ihr. Ich warte hier auf euch. Ich bleib bei dir. Nein, kein Problem. Ist okay. Begleite ihn ruhig. Bist du sicher? Ja. Passt auf euch auf. Passt auf, okay? Aber du wartest hier, ja? Señor? Señor! 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 Ich muss hier so schnell wie möglich weg. Sie müssen mir ein Boot besorgen oder so. Was ist das möglich? Wartet bis morgen, dann wird euch jemand abholen. Ich werde durch den Wald gehen und Hilfe holen. Irgendwo muss ein Dorf in der Nähe sein. Das würde ich nicht tun. Ist mir völlig egal, was der Kerl sagt. Ich werde gehen. Wenn ich schnell laufe, bin ich vor Sonnenuntergang dort. Gabriel, wir sollten aber erst auf die anderen warten. Das geht nicht. Ich werde gehen. Lu geht es nicht gut. Keine Sorge, ich schaff das schon. Du bleibst bei ihr, okay? Ja, ich werde bei ihr bleiben. Und pass bitte auf dich auf.
Mama? Luciano, ist alles okay? Ich habe mit dir geredet, aber du hast nicht zugehört. Was ist los? Ich sah meine Mama. Noch nicht. Bring sie her. Ich bin bereit. Aber sie noch nicht. Bald ist es soweit. Noch etwas Geduld. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich weiß. Und du weißt, sie muss von selbst kommen. Sie muss von selbst kommen. Ich habe meinen Vater vor ein paar Jahren verloren. Da dachte ich auch manchmal, ich könnte ihn sehen. Gabriel hat mir damals wirklich sehr geholfen. Er hat mir einfach zugehört und war immer an meiner Seite. Durch ihn habe ich mich viel besser gefühlt. Ich vermisse meinen Papa so sehr. Aber mit der Zeit wird es einfacher. Ich habe ihn oft auf dem Friedhof besucht. Aber jetzt nicht mehr. Als ich realisiert habe, dass ich mit einem Stein spreche, bin ich nicht mehr hingegangen. Meine Mutter geht immer in die Kirche, um für meinen Vater zu beten. Ich habe meinen Glauben verloren, als mein Vater starb. Ich glaube an gar nichts. Nicht an den Himmel, nicht an die Hölle, nicht an Gott, nicht an den Teufel. Ich denke, das ist alles eine große Farce.
Wir haben auf dich gewartet. Sollte die Geister in Ruhe lassen. Es ist gefährlich, etwas freizusetzen, das man nicht kontrollieren kann. Ich hab das Boot. Wir können jetzt gehen. Ist nicht mehr nötig. Ich fühle mich gut. Du hast dich verändert. Gefällt's dir? Ich liebe es. Willst du spielen? Und die anderen? Die schlafen doch. Ich verstecke mich. Lucero, wo bist du? Lucero, das ist nicht mehr lustig. Zero? Gabriel der Gute. Der nette Gabriel. Gabriel, er ist der beste Mensch auf der ganzen Welt. Der allerbeste. Er macht keine Fehler. Dir gebracht, dass du so nett bist, Gabriel.
Gefällt's dir nicht? Wie schade. Es hat mich eine Menge Arbeit gekostet. Es ist ein Geschenk von mir an dich. Du bist völlig verrückt. Gabriel, der Gute, konnte seine Freunde leider nicht retten. Wo warst du, als sie gestorben sind? Wo warst du, als Camilla versucht hat, ihr Leben zu retten? Hattest du Spaß? Du bist nicht so gut, wie du dachtest. Im Grunde ist jeder ein bisschen wie ich. Mensch, ins Gesicht des Teufels.